die Sendung gefallen? Du hast wirklich keine Ahnung. Aufwand allein tut's doch. Ihr Artikel war absolut richtig, Herr Marz. Sehr witzig. Hauke dreht keine Filme, der macht Materialschlacht. Und an unseren Gagen wird gespart. Ich denke, Sie sind mit Hauke befreundet. Na und? Das hat doch damit nichts zu tun. Sie schmeißen das Geld zum Fenster raus und gleichzeitig wollen Sie eine Gebühren erhöhen. Außerdem lieber einen Freund verlieren als eine Pointe. Das ist ja sehr gut ausgezeichnet. Als eine Pointe verlieren, köstlich. Hast du das gehört? Suchst du Mikroschi? Ja, ich kann nicht weg. Gunther ist da. In 2 Stunden bei mir. Ich sag doch, ich kann nicht. Wie soll ich das denn erklären? Kopfschmerzen oder sowas, dir wird schon was einfallen. Heute nicht, bitte. Ein anderes Mal. Sag mir nur wann. In 2 Stunden. Sie? Wieder in Hamburg? Was machen Sie denn, Schönes, Herr Hartmann? Wenn ich Sie noch mal treffe, Martens, kommen Sie nicht zu der Front. Sie Schwein, Sie mieser Schmierfink. Sei ruhig, Peter, bitte sei still! Das schwöre ich Ihnen. Tut mir leid, alles. Entschuldigen Sie bitte. Geht's wieder? Ja, natürlich nichts passiert. Schauspieler. Sie nie aufhören können, Theater zu spielen. Ganz schön dramatisch, dieser Herr Hartmann. Das ist mir sehr unangenehm. Ich bedauere den Vorfall außerordentlich. Ich bitte Sie, Sie können doch nichts dafür. Ja, wirklich. Also wenn ich das geahnt hätte. Sie werden noch nichts zu überschreiben. Na, Sie können sich darauf verlassen. Vielen Dank für die Einladung, war sehr nett. Wiedersehen. Lies rigged and ready in the harbor. Tomorrow for old England she sails, far away from your land of endless sunshine, to my land full of rainy skies and gales. And I shall be aboard that ship tomorrow, though my heart is full of tears at this farewell. For you are beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. For you are beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. There's a wicked war ablaze. Ach, da bist du. Ich hab doch gewusst, dass du da bist. War I know so very well. Ist da wer? Wer ist das? Even now oh. I see the foreign flag a-raising. Their guns on fire as we sail into hell. I have no fear of death. It brings no sorrow. But how bitter will be this last farewell. And I have loved you dear, more dearly than the spoken word can tell. For you are beautiful. Thank you.
Hauptmeister Arnold Makowski, verheiratet, zwei Kinder. Vor einigen Jahren zerschoss ihm ein Bankräuber das linke Handgelenk. Aufgrund einer Sondergenehmigung weiter im Dienst. Kriminalhauptmeister Kurt Diekmann, verheiratet, ein Kind. Ein erfahrener, routinierter Praktiker. Sind wir hier fertig? Können wir Detailaufnahmen machen oder viel? Wir machen erst noch eine Übersichtsaufnahme von diesem Teil des Wohnzimmers. Ja, ist gut. So, jetzt gehen wir hierher und beginnen mit der rechten Seite des Schrankes. Die Seite noch, nehmen wir von hinten an. Guten Morgen. Morgen. Frau Wiedermann hat die Leiche gefunden. Morgen, Frau Wiedermann. Sie macht hier sauber. Wann? Vor einer halben Stunde. Sie kommt. Kriminalobermeister Eberhard Seidel, Junggeselle und Benjamin im SK1. Pete Martens hat eine Agentur, Gerichte, Reportagen und sowas. Martens, von dem habe ich doch schon mal was gelesen. Hier, Notizblock, war in seiner Tasche. Also. Kriminalobermeister Theodor Beer, glücklich und wohlhabend verheiratet, keine Kinder. Da hat dann jemand gestanden. Und dann? Seid ihr hier fertig? Nee, das dauert noch. Frau Wiedemann, wo können wir denn hingehen? Der Ton vielleicht. Dann kommen Sie bitte mit. Er ist immer erst mittags aufgestanden. Meistens war ich schon weg. Ich habe ihn nicht oft gesehen. Wann haben Sie ihn zum letzten Mal gesehen? Gestern, am Morgen. Da hat er einen Anruf. Von wem? Wissen Sie, wer es war? Natürlich. Ich habe ja selbst durchgestellt. Er wollte nicht gestört werden, aber sie war so verzweifelt. Wer? Fräulein Binder. Uschi Binder. Warum war sie verzweifelt? Weiß nicht, aber es klang so. Kennen Sie Fräulein Binder? Ja. Früher war sie öfter hier. Nettes Mädchen, wirklich. Viel zu schade für die Kerle, die hier ihre Partys gefeiert haben. Weißt du, wie spät es ist? Ich habe die ganze Nacht auf dich gewartet. Haust einfach ab. Wo warst du? Was hast du die ganze Zeit gemacht? Du bist ja betrunken. Hübsches Bild für die Zeitung. Hoffentlich hat dich keiner gesehen. Halt den Mund! Alle Kneipen habe ich abgesucht. Ich dachte schon, es ist was passiert. Kannst du nicht einmal ein bisschen Rücksicht auf mich nehmen? Warum hast du ihn geschlagen? Jetzt fängt doch die ganze Geschichte wieder von vorne an. Das lässt er sich nie entgehen. Ich rede mit dir. Warum hast du das getan? Warum? Er hat Christa auf dem Gewissen. Fragst du, warum? Irgendwann hätte sie das mit uns sowieso erfahren. Aber nicht so, nicht aus der Zeitung, nicht so dreckig, so verlogen, in solchen Schlagzeilen. Warum hast du so lange gewartet? Du wolltest mit ihr sprechen. Das hätte ich auch gemacht, wenn sie wieder gesund gewesen wäre. Sie war am Boden, da wollte sie nicht noch treten. Find dich doch endlich ab damit. Kein Mensch ist schuld an ihrem Selbstmord. Du machst es dir verdammt einfach. Ich habe darüber nachgedacht. Die ganze Zeit habe ich mir den Kopf zerbrochen. Wer hat Martens informiert? Es wussten doch nur wenige, dass wir zusammen waren. Jetzt geht das wieder los. Lass es doch endlich ruhen. Du schadest dir doch nur selbst damit. Und mir auch. Ich krieg's raus. Hartmann ist danach weggelaufen und Martens ist auch gleich gegangen. Und Sie, wie lange sind Sie noch geblieben? Nicht lange. Ich hatte Kopfschmerzen, vielleicht 10 Minuten.
Dann bin ich nach Hause gefahren. Allein? Ja, allein. Und Ihr Verlobter? Ist auch gegangen. Er ist heute weggeflogen nach Tokio. Sonst wäre ich ja bei ihm geblieben. Sind Sie direkt nach Hause gefahren? Natürlich. Wohin sonst? Nur zu Martens. Sie waren doch mit ihm befreundet. Das ist lange her. Wieso haben Sie dann noch seinen Schlüssel? Ich? Ja, sagt die Reinemacher Frau. Das habe ich ganz vergessen. Ich weiß gar nicht, wo ich den hingelegt habe. Wir sind ja schon über ein halbes Jahr auseinander. Trotzdem haben Sie ihn angerufen. Weil er es wollte. Er hat es beim Auftragsdienst hinterlassen. Ich war in Düsseldorf auf einer Modemesse. Ah ja, in Düsseldorf. Und was wollte Herr Martens von Ihnen? Nichts Wichtiges. Völlig belanglos. Wir haben ein bisschen rumgeblödelt, das war alles. Ich habe mich auch gewundert. Aktkrone. Zurück. So. Dankeschön. Wiedersehen, Herr Larsen. Bis zum nächsten Jahr. Wiedersehen. Die meiste Reise heute ab. Ja, ja, die Schulferien sind zu Ende. Tja, und den Sommer auch. Haben Sie ein bisschen Kleingeld? Schon wieder Telefonär? Ist sie ein Blonde? Meine Schwester. Danke. Hallo Uschi, ich bin's Heinz. Geht's dir heute besser? Was? Weiß man schon, wer es war? Reg dich nicht auf. Ich komme so schnell ich kann. Tschüss. Inhaber? Er war mein Partner. Letztes Jahr habe ich ihn aufgenommen. Ging die Agentur denn schlecht? So. Martens war bei der Zeitung. Er hatte die Verbindungen. Ja, um die Berichte und Artikel zu verkaufen. Nicht deshalb. Bei der Zeitung kriegt man eine Menge Informationen. Sie glauben gar nicht, was manche Leute für 15 Mark Honorales tun. Hängen sich ans Telefon und verkaufen ihre eigene Großmutter. Gibt es denn wirklich so viele Denunzianten? Informanten, ne? Na schön. Informanten. Martens hat nicht schlecht verdient dabei. Und hier war das sozusagen seine Betriebseinlage. Bei welcher Zeitung war er? Zuletzt bei keiner. Vorigen Monat haben sie ihn gefeuert. Wieso? Hat er silberne Löffel geklaut? Ach. Für das Geld, das dir die Zeitung gekostet hat, hätte sie auch das goldene Besteck von Kurt Jürgens kaufen können. Also, was war der Grund? Er hat geschrieben, dass ein bekannter Sänger Vater wird. Leider kannte der die Dame gar nicht. Kein Wunder, dass sie ihn da gefeuert haben. Na, wenn schon. In 4 Wochen wäre er wieder auf den Beinen gewesen. Es gibt doch Leute, die gehen hinter einem in die Drehtür und kommen vor einem wieder raus. So einer war Martens. Sagen Sie, Herr Bayer, waren Sie mit ihm befreundet? Er war mein Partner. Herr Reimers? Ja, was geht's? Ihr Schwiegervater wartet schon auf Sie. Was will er denn? Hat der Herr Doktor nicht gesagt, nur dass Sie gleich zu ihm kommen sollen. Ja, danke. Morgen. Morgen. Setz dich bitte. Kaffee? Zigarette? Danke. Du siehst schlecht aus. Geht's dir nicht gut? Doch. Es geht mir sehr gut. Wie war das Essen gestern Abend? Wie immer. Aber man hat dich vermisst. Ich habe gestern noch spät im Club angerufen, aber du warst nicht da. Natürlich war ich da. Ach, vielleicht nach dem Essen. Es war ein bisschen zu viel. Ich habe einen Spaziergang gemacht. Warum? Wichtig, hat sich erledigt. Aber... Aber das ist etwas anderes. Ich muss dich leider darauf ansprechen. Hast du versucht, bei Walter Becker Geld zu leihen? Wer sagt das? Seine Frau. Katrin hat mit ihr telefoniert. Becker ist ein alter Schulfreund von mir.
aber auch unser Klient. Und das in erster Linie, würde ich sagen. Ja, ja, ich habe ihn nur gebeten, mir aus seiner momentanen Verlegenheit zu helfen. Mit 25.000 Mark? Wofür brauchst du das Geld? Darüber möchte ich nicht sprechen. Ich fürchte aber, das musst du. So etwas können wir uns nicht leisten. Es ist ganz unmöglich, dass du einen Klienten... Ich sage doch, ich möchte nicht darüber sprechen. Es wird nicht wieder vorkommen. Das hoffe ich auch. Noch was? Katrin ist völlig durcheinander. Warum? Was hat sie damit zu tun? Na, hör mal. Was vermutet eine Frau wohl, wenn der Mann Heimlichkeiten vor ihr hat? Eine andere Frau natürlich. Das ist doch Unsinn. Wirklich? Deine Tochter hat keinen Grund, sich aufzuregen. Es gibt keine andere. Umso besser. Aber dann bring diese Sache in Ordnung. Aufregungen sind Gift für sie. Du weißt doch, wie sensibel Katrin ist. Scheiße, das hättest du billiger haben können, mein Junge. Danke, die nehme ich. Mittagspause. Kommst du mit zum Wagen was essen? Ich komme gleich nach. So, jetzt habe ich Zeit. Leider gibt es hier keine Garderobe. Tja, dann gehen wir doch ein Stückchen, was? Frau Maywald? Ja? Nach der Pause fangen wir mit Ihrer Szene an. Wo ist der Hartmann? Er ist da drüben, hat Besuch, zwei Herren. Der Hartmann, Martens ist tot. Tot? Das ist nicht möglich. Er ist doch gleich wieder aufgestanden, ich habe es selbst gesehen. Schon, aber er ist zwei Stunden später ermordet worden. Von wem? Was haben Sie denn gemacht, als Sie die Party verlassen haben? Ja, ich... Glauben Sie vielleicht, ich bin durch die Stadt gefahren, habe den Wagen stehen lassen und dann bin ich was trinken gegangen. Hier ist dein Essen. Martens ist tot. Was? Oh, Verzeihung, die Herren sind von der Polizei, Fräulein Maywald. Guten Tag. Guten Tag. Waren Sie auch auf der Party? Ja, ja, wir waren zusammen. Aber Sie sind nicht zusammen weggegangen? Nein, Fräulein Binder hat mich nach Hause gefahren. Uschi Binder hat Sie nach Hause gefahren? Nicht ganz. Sie hat mich unterwegs abgesetzt. Sie wollte noch zu einem Bekannten. Können Sie das nicht verstehen? Als ich ihn plötzlich vor mir sah, habe ich einfach durchgedreht. Aber als sie mich wieder beruhigt hatte... Dann sind Sie einen trinken gegangen. Ja, ja, genau so war es. Eine Sauftour durch die Kneipe. Durch welche? Keine Ahnung. Warum ist das wichtig? Ob das wichtig ist? Ach ja, natürlich. Aber ich kann mich nicht erinnern. Katrin. Nein, lass den Vorhang zu. Kein Licht. Was soll das, Katrin? Warum rufst du deinen Vater an und nicht mich? Hör bitte auf. Du siehst doch, ich bin krank. Das bist du nicht. Mir ist elend. Kannst du es nicht begreifen? Ich habe Schmerzen. Wir werden jetzt miteinander reden. Ich kann nicht. Doch, du kannst. Ich bin krank. Lass mich bitte zufrieden. Ich mache dir doch auch keinen Vorwurf. Nicht immer dasselbe. Ich verstehe dich ja, eine kranke Frau. Das macht doch kein Mann lange mit. Aber dann geh bitte. Dann wissen wir wenigstens, woran wir sind. Wo ist denn Claudia? Bei Mama. Ich will nicht, dass das Kind darunter leidet. Glaubst du, sie weiß nicht, was mit ihrem Vater ist? Geh doch endlich! Lass uns allein! Katrin. Hör bitte auf. Wenn du schon keine Rücksicht auf mich nimmst, dann denk wenigstens an das Kind.
Trine. Gib's auf, sie hat keinen Zweck. Du bist hysterisch. Das ist deine ganze Krankheit. Komisches Notizbuch. Nur Daten und abgekürzte Namen. Die meisten davon durchgestrichen. Sag mal, sagt dir das was? Überhaupt nichts. Warum abgekürzte Namen? Sind Zahlen dahinter? Nein, aber du bist auf dem richtigen Weg. So ein Haus als Reporter. Doch nicht von seinem Gehalt. Ich war beim Auftragsdienst. Vorgestern haben wir zwei Anrufe für Uschi Binder. Einer von einem Pitt Martens. Fräulein Binder soll mich unbedingt anrufen, ich warte drauf. Nur um ein bisschen zu blödeln, wie sie gesagt hat. Und ein zweiter von einem Heinz. Schönen Gruß und ich rufe sie morgen wieder an. Das war also gestern. Wie heißt denn eigentlich Ihr Verlobter? Gunther Holsten, Großindustrieller. Ist auf dem Weg nach Tokio. Habe ich selbst überprüft. Ja, da hören wir vollen Binder fragen, wer Heinz ist. Dank, dass du da bist. Es ist furchtbar, Heinz. Die Polizei war hier. Das ist ja natürlich. Warst du mit ihm befreundet? Es hat nichts zu sagen. Mach dir keine Sorgen. Komm, gehen wir erstmal rein. Hast du schon was gegessen? Nein, ich habe keinen Hunger. Und das fängst du schon wieder damit an. Ich habe Angst. Wovor denn? Martens ist doch tot. Und wenn sie die Bilder finden? Die werden doch alles durchsuchen. Dann finden sie sie eben. Die Polizei darf nicht reden, das ist fast wie bei den Ärzten. Was haben sie denn gesagt? Von den Bildern nichts. Sie wollten nur wissen, wo ich letzte Nacht war. Na also, dann ist doch alles erledigt. Du warst doch auf der Party. Aber ich bin früher weggegangen. Mit Gunther? Nein, allein. Was hast du? Nichts. Gar nichts. Hab keine Angst. Es wird schon alles gut gehen. Wissen Sie, Martens hatte so eine Art zu recherchieren. Und wenn er merkte, dass seine Geschichte dabei kaputt ging, hat er einfach nicht mehr weiter nachgeprüft. Nur damit er sie schreiben konnte. Sagen Sie mal, gibt sowas nicht eine Menge Ärger? Doch, doch, manchmal schon. Freunde hat er sich jedenfalls nicht gemacht damit. Gibt sicher eine Menge Leute, die nichts dagegen haben, dass er die Augen jetzt auf Null hat. Hat Martens manchmal ganz spezielle Informationen bekommen? Informationen, wie sie bei jeder Zeitung auflaufen? Ich meine Informationen, die er nicht veröffentlicht hat, sondern die bares Geld für ihn waren. Erpressung? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Aber es ist doch möglich. Fragen Sie doch bei seiner Zeitung nach. Das haben wir schon. Die wissen nichts. Ja, ich auch nicht. Möglich? Natürlich, möglich ist alles. Ich meine, wenn Herr X was von Herrn Z erfährt, dann kann er ihn auch erpressen, nicht? Nur, dass Herr X nicht so viel Informationen bekommt wie Herr Martens. Warum sind Sie hergekommen? Was wollten Sie uns sagen? Mir ist vorhin noch was eingefallen. Und das ist? Ja, gestern, bevor das mit Martens passiert ist, ging da um das Telefon. Irgendjemand wollte ihn sprechen. Wer? Das weiß ich nicht. Seinen Namen hat er nicht genannt. Er hat so lange versucht, bis er Martens abends erwischt hat. Und? Ja, war ganz sauer. Gleich losgebrüllt. Wissen Sie noch, was er gebrüllt hat? Sogar wörtlich. Sie können mich nicht einschüchtern, hat er geschrien. Es bleibt dabei. Hat er aufgelegt. So. Den Anruf hat er wirklich bekommen. Glauben Sie vielleicht, ich spinne? Ich dachte, ich tue Ihnen einen Gefallen damit. Tut mir leid, dass ich überhaupt hergekommen bin. Herr Gott,
sei Dank. Wo war er? Wo ich ihn abgestellt habe, am Leinenpfad. Da war ich ja noch klar. Da wohnt doch Martens in der Nähe. Ja. Was willst du damit sagen? Ich meine, ist es möglich, dass man sowas im Suff tut und sich nicht daran erinnert? Du bist ja verrückt. Es ist nicht möglich. Red mir sowas nicht ein. Ich habe in irgendeiner Kneipe gesessen und gesoffen. Ja, aber du weißt nicht, in welcher. Hier, was habe ich in deinem Smoking gefunden? Was ist das? Ein Querl zum Umrühren. Na und, wo hast du den her? Aus irgendeinem Bums. Überleg doch mal, vielleicht bringt dich das auf was. Was meinst du, was ich die ganze Zeit tue? Aber je mehr ich mir den Kopf zerbreche, desto weniger fällt mir ein. Wo ist eigentlich dein Mantel? Im Wagen? Nein. Na wo denn? Das ist doch jetzt völlig gleichgültig. Was spielt denn das für eine Rolle? Ich hab ihn hängen lassen, irgendwo. Dann würde ich ihn mal suchen. Sonst glauben die noch, du hast ihn verschwinden lassen wegen der Spuren. Du spinnst ja. Bitte. Danke. Binder, Heinz Binder. Ich bin erst heute angekommen aus Dänemark. Ach, Sie sind Heinz? Ja, ich bin Uschis Bruder. Wie lange waren Sie denn in Dänemark? Etwa 3 Wochen. Urlaub? Schön wär's. Arbeit. Also, was wollen Sie von meiner Schwester wissen? Sie hat Ihnen doch schon alles erzählt. Ja, sie hat gesagt, dass sie direkt nach der Party nach Haus gefahren ist. Ja, bin ich auch. Aber nicht allein. Ach, Sie meinen Fräulein Maywald. Die habe ich doch bloß ein Stück mitgenommen. Ja, weil Sie zu einem Bekannten wollten. Das habe ich nur so gesagt. Hannelore wollte sich aussprechen, aber ich war einfach nicht in der Verfassung, mir ihre Probleme anzuhören. Sie haben ja auch genug eigene. An Ihrer Stelle wäre ich genauso verzweifelt gewesen. Wieso? Wann war ich verzweifelt? Als Sie mit Martens telefoniert haben. Woher wissen Sie das? Was haben Sie gefunden? Ja, das wissen Sie doch wohl selbst am besten. Ich kann Ihnen das erklären, wie es dazu gekommen ist. Uschi, was redest du? Du siehst doch, Sie haben die Bilder. Na, dann erzählen Sie mal. Aber diesmal die Wahrheit. Ich werde es Ihnen sagen. Martens hat sie auf einer Party betrunken gemacht, dieses Schwein. Dann hat er die Bilder aufgenommen. Was wollte er damit? Direktor der Presseabteilung werden bei ihrem Verlobten. Uschi sollte dafür sorgen, oder er würde Gunther die Bilder zeigen. Was wäre passiert, wenn der die Bilder gesehen hätte? Na was, wohl aus natürlich, bei Gunthers Stellung. Und Sie? Warum haben Sie nichts dagegen unternommen? Ich? Was hätte ich denn tun können? Zur Polizei gehen. Und wie sollte ich das beweisen? Ich hatte doch nichts in der Hand. Und am nächsten Morgen hätte Gunther die Bilder geschickt. Er hat immer damit gedroht. Es war furchtbar. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Sie sehen doch selbst, der hat sich völlig fertig gemacht. Deshalb bin ich auch gleich gekommen. Tja, Frau Winder, wir rufen Sie an, wenn wir Sie brauchen. Sie muss zu Ihnen? Nur ein bisschen Schreiberei, Sie hören von uns. Wiedersehen. Wiedersehen. Und was wird mit den Bildern? Darüber sprechen wir, wenn wir sie gefunden haben. Die haben die gar nicht. Und wir fallen drauf rein. Ich hatte dich gebeten, diese Sache in Ordnung zu bringen. Aber das ist nur noch schlimmer gemacht. Man kann nicht mit ihr reden. Ich hab's versucht. Es geht nicht. Sie ist krank, Franz. Sie braucht deine Hilfe. Ein bisschen Verständnis. Ja, das höre ich jetzt seit 4 Jahren. Bei jeder Gelegenheit. Von ihr und von dir. Ich tu doch schon alles. Was verlangst du noch? Dass du sie nicht aufregst. Dass du zu ihr hältst. Gerade jetzt. Ich bin auch bereit, dir zu helfen. Katrin hängt an dir, du weißt es. Und vergiss nicht, sie ist deine Frau. Ja, auf dem Papier. Daraus kannst du ihr keinen Vorwurf machen. Sie hat sich die Krankheit nicht ausgesucht. Nein, aber sie hat sie gegen mich benutzt. Wie eine Waffe. Bis alles kaputt war. Wenn du dir ein bisschen Mühe gibst, kommt das schon alles wieder hin. Ich will aber nicht mehr. Es hat keinen Zweck. Und dein Geld brauche ich nicht. Steck's wieder ein.
Steck den Scheck ein. Hast du dir das auch gut überlegt? Lange genug. Und das Kind? Was meinst du denn, warum ich das so lange ausgehalten habe? Aber jetzt ist Schluss. Es geht nicht mehr. Ist das sein letztes Wort? Na? Dann viel Glück. Hoffentlich setzt du dich durch in der freien Wildbahn. Auf mich rechne nicht dabei. Reimers. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Wie erkenne ich Sie? Gut, ich komme. Ja, sofort. Kommt doch mal rüber. Der Bruder von Uschi Binder ist vorbestraft. Zweimal. Das erste Mal hat ein Mann angefahren mit 1,9 Promille. Obwohl der Verletzte ausgesagt hat, dass eine Frau am Steuer war, ist er verurteilt worden. Eine Frau? Ja. Seine Schwester? Die war jedenfalls dabei, aber Binder hat geschworen, dass er gefahren ist. Und das zweite Mal? Hat ein Mann zusammengeschlagen in einer Bar. Der hat sich an seine Schwester rangemacht. 2 Monate mit Bewährung. Ist ja noch gut weggekommen. Ja, weil er ein Psychopath ist. Hier steht, mit einer übermäßig starken seelischen Beziehung zu seiner Schwester. So eine Art Ödipus-Komplex. Ich dachte immer, das sei eine Sache zwischen Mutter und Sohn. Ich sage ja so eine Art. Mein Gott, du gehst mir auf die Nerven mit deiner Halbbildung. 3 Sterne. Schreiben, lesen, telefonieren. Hier steht groß drin. Bist du zufrieden? Genau wie ich gesagt habe. Na und? Das haben wir auch wieder vergessen. Ja, und mich haben sie auch mit reingezogen. Was geht mich eigentlich deine Prügelei an? Jetzt, wo ich endlich Fuß gefasst habe. Durch mich? Ja, aber damit hast du doch alles wieder kaputt gemacht. Die machen das ganz schön fertig. Weißt du, was sie über mich geschrieben haben? Hier, ich bin der Anlass für den Selbstmord deiner Frau. Ja, glaubst du, das Publikum will mich nach sowas noch sehen? Ich krieg doch nie wieder eine Rolle! Übertreib's doch nicht immer so maßlos! So ist es aber. Machen wir uns doch nichts vor, nur weil du dich rächen willst. Fixe Idee. Du kannst es nicht ändern. Sie ist tot, 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 also vergiss es. Ja, schau mich nur so an. Es wird Zeit, dass du das endlich kapierst. Gelesen, Martens ist tot. Wer sind Sie? Martens war mein Partner. Ich habe eine Agentur. Was habe ich damit zu tun? Ich bin dabei, sie aufzulösen. Es hat keinen Zweck mehr. Ich gehe nach München und mache dann eine neue auf. Warum erzählen Sie mir das alles? Weil ich Geld dazu brauche. Von mir? Sehen Sie, ich habe Martens Nachlass durchgesehen. Und Sie wissen, was ich da gefunden habe. Wollen sich ranhängen, was? Jetzt wollen Sie das Geschäft machen. Ich tue es nicht gern. Das können Sie mir glauben. Ich bin nicht so wie Martens. Was ist denn da der Unterschied? Der Preis. Und von mir kriegen Sie alles, was da ist. Negative Abzüge, alles. Natürlich auch die Tonbänder. Was verlangen Sie? Die Hälfte von dem, was Martens verlangt hat. Aber das sofort. Ich habe das Geld nicht. Jedenfalls nicht so schnell. Ich bitte Sie. Ein Mann in Ihrer Position. Sie werden es schon auftreiben. Rufen Sie mich an, wenn Sie es haben. Die Agentur kennen Sie.
Aber beeilen Sie sich, ich habe nicht viel Zeit. Hübsch. Das wird ein Buch. Vogelwelt des Nordens. Schöne Bilder. Ich fotografiere auch. Sind Sie spezialisiert auf Tierfotos? Nein, ich fotografiere alles. Alles, was der Verlag von mir verlangt. Wer ist denn dieser nette Vogel? Das habe ich nur so schnell geschossen, um den Film fertig zu machen. Licht war gar zu interessant. Und das Motiv auch. Sagen, sind Sie hergekommen, um meine Bilder zu bewundern? Also was wollen Sie wissen? Wo Sie in Dänemark waren? In Havnby an der Westküste, da ist ein Campingplatz. Wie lange fährt man dahin? Höchstens 3 bis 4 Stunden. Natürlich nicht mit so einer Kutsche, wie ich sie habe. Wann sind Sie da weggefahren? Heute Morgen gegen 8. Kurz nach 2 war ich hier. Also 6 Stunden hin und zurück macht 12. Zu lange. Nicht nur zu lange, unmöglich. Es fällt doch auf, wenn der Wagen weg ist. Wer ist das? Søre Larsen, ein Freund von mir. Waren Sie gestern Abend zufällig mit ihm zusammen? Zufällig nicht. Schade. Wäre ein gutes Alibi gewesen. Brauche ich denn eins? Ein ganz schönes Einkommen gehabt, der Junge. 10.000, 15.000, hier über 20.000 Mark und alles Bareinzahlung. Auf sein eigenes Konto, das ganze Geld? Ja, bei einer kleinen Bank in Lübeck. Ich sag dir, der hat 2 Arten von Informationen gekannt. Die guten ins Kröpfchen, schlechten in die Zeitung. Der hat sein Geld nicht gekriegt fürs Schreiben, sondern fürs Nichtschreiben. Wir haben nochmal alles beim Marktplatz durchgesehen. Das ganze Haus auf den Kopf gestellt. Nix. Irgendwo müssen die Fotos doch sein, verdammt nochmal. Ich weiß nicht, wo wir noch suchen sollen. Gut. Dann schauen wir nochmal die Protokolle durch. Vielleicht fällt uns irgendwas auf. Das bringt doch nichts, kennen wir doch schon auswendig. Macht nichts, auf jeden Fall kann es nicht schaden. Dann schaut mal schön. Hey, was ist denn mit dir los? Ich fahre morgen nach Dänemark. Ja, morgen. Warum laufen Sie mir nach? Was wollen Sie? Sie sprechen. Weshalb? Ich kenne Sie nicht. Aber ich Sie. Magnus hat doch damals Ihre Geschichte gebracht, ne? War ein dicker Hund. Ja, Sie wollten doch unbedingt wissen, wer ihm die Sache gesteckt hat. Woher wissen Sie das? Es hat sich rumgesprochen, so wie Sie getobt haben. Und? Ja, wollen Sie es immer noch wissen? Ja. Wer war es? Herr Hartmann, ich verschenke keine Informationen, ich verkaufe sie. Ach, so ist das. Was dachten Sie denn? So sagen Sie, was es kostet. Ja oder nein, Handeln ist nicht drin. Ist in Ordnung. Also, von wem hat das? Wir treffen uns morgen früh. Um 11 drehe ich. 9 machen die Banken auf. Sobald ich das Geld habe, kriegen Sie die Aktennotiz von Martens. Ach, Martens hat das aufgeschrieben. Martens hat alles aufgeschrieben. Wo treffen wir uns? Anleger Pferde um 9:30. Ich bin pünktlich. Sie gestatten? Danke.
Henry. Ich bin's, Papi. Schlaf ein. Bleib hier, Papi, nicht weggehen. Warum soll ich denn weggehen? Ich bin doch hier. Bleib immer bei uns. Warum hast du das Kind aufgeweckt? Sie war gerade eingeschlafen. Was ist mit der Kleinen? Was ist dir gesagt? Die Wahrheit natürlich. Ich will nicht, dass das Kind einen Schock kriegt. Sie soll nicht darunter leiden. Worunter? Dass ihr Vater sie alleine lässt. Geh raus. Geh sofort aus dem Zimmer. Hast du vielleicht geglaubt, du Kurz, kannst... ich sage, geh raus. Ist besser, Katrin. Oder es passiert was. Keine Angst. Ich bleib bei dir. Ich lass mein Mädchen noch nicht allein. Sei ganz ruhig. Ich gehe nicht weg. Bestimmt nicht. Du sag mal, ist in dem Notizbuch von Martens nicht ein Baum drin? Ich glaub schon, einen Augenblick. Na hier. Baum, ein Punkt dahinter, ist abgekürzt. Kann Baumann heißen. Möglich. Und das ist der Gastgeber, bei dem gestern die Prügelei war. So ist es. Und dem gehört eine alte Hamburger Firma. Die Monti-Werke. Ja. Und wieso lädt der so ein Kerl wie Martens ein? Na, frag ihn doch mal. Das Haus ist voller Menschen. Sie kommt doch hier nie raus mit. Nein. Nein, ich bitte. Bitte tun Sie es nicht. Herr Reimers, Sie können mich doch hier nicht einfach abknallen. Ich tue es. Wenn Sie mich zwingen, dann tue ich es. Nein! Hören Sie, ich gebe Ihnen die Sachen. Sie sind oben im Büro, hören Sie, ich gebe auf. Sie kriegen alles. Ich gebe Ihnen das Zeug, ja, aber stecken Sie um Gottes Willen das Ding weg. Herr Reimers, ich sage jetzt, Sie kriegen alles. Glauben Sie mir, ich bin kein Selbstmörder. Ganz schön teuer, in einer Firma zu arbeiten, wo nur Säufer sind. Du hast es nötig, säuft selber wie ein Loch und regt sich über andere auf. Sagen Sie bloß, Sie wollen noch arbeiten. Ja, was soll ich machen? Ich muss. Du musst ein Glas trinken. Seien Sie kein Frosch. Arbeiten kann man immer noch. Also gut, vielen Dank, wenn Sie meinen, ich komme gern. Dann bis morgen, Herr Reimers. Ich rufe Sie an, den Preis kennen Sie ja. Ja, was ist? Kommen Sie nicht mit? Ist der Herr Martens oft bei Ihnen gewesen? Von Zeit zu Zeit mal auf einer Party. Sagen Sie, Herr Baumann, könnte nicht mal auf mich rauskommen. Ich bin nicht hier, weil Sie falsch geparkt haben. Ich sag Ihnen doch, er war Gast wie jeder andere. Wie haben Sie den Martens kennengelernt? Ist meine Frau. Die macht immer die Einladung. Leider ist sie im Augenblick nicht da. Und sonst hatten Sie keinerlei Kontakte zu ihm? Warum fragen Sie immer dasselbe? Weil Ihr Name in seinem Notizbuch steht. Dafür sind Notizbücher doch da, was daran so ungewöhnlich. Martens hat doch in dem 4.2. Ihren Namen eingetragen und danach wieder durchgestrichen. Das verstehe ich nicht. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Mit seinem Kontoauszug schon.
Am selben Tag hat er nämlich 15.000 Mark eingezahlt. Und was schließen Sie daraus? Dass er Sie vielleicht, sagen wir mal, belästigt hat. Sie meinen nicht belästigt, Sie meinen presst. Eine Überlegung, mehr nicht. Es bleibt Ihnen unbenommen, Hypothesen aufzustellen, selbst wenn Sie verrückt sind. Aber es muss ja nicht gerade in meinem Haus sein. Natürlich nicht. Ich habe hier ein paar Namen, darf ich nicht... Nein, das dürfen Sie nicht. Ich habe mit der ganzen Sache nichts zu tun. Ich möchte auch nichts davon wissen. Guten Morgen. Sie brauchen nicht nachzuzählen. Natürlich nicht. Ich bei Ihnen. Das ist doch nicht möglich. Aber es war so. Und damit sind wir quitt. Da kommen Sie so spät. Der ist weg. Gestern Morgen. Ja. Vorgestern. War er hier? Ja, ja. Er hat ja seine Mittagsmahl, seine Essen geholt. Hier. Da hat er unterschrieben. Da hat er unterschrieben. Mhm. Und abends? Da auch. In seinen Wagen war er liegt. Ich habe ihn gesehen. Sie sind von Polizei, richtig? Ja, ja. Aber nicht von hier. Ich kann Polizei nicht leiden. Nicht mal unsere. Doch nichts machen. Trotzdem. Vielen Dank. Sie haben aber sehr schnell gemerkt, dass ich Polizist bin. Den rieche ich auf 100 Kilometern. Mit der Nase hätten Sie zur Hundestaffel gehen sollen. Auf sowas reinfallen. Du selbst hast es machtens gesagt. Ja, es war dir völlig gleichgültig, was passiert. Hauptsache, du kannst mich festnageln. Das ist nicht wahr, das stimmt nicht. Oh, lass mich los, du tust mir weh. Ich hab's ihm nicht gesagt. Das ist eine Lüge. Das ist nicht wahr. Ich schwöre dir, ich hab's nicht getan. Irgendjemand hat meinen Namen benutzt. Ja, ja, so kann es nur gewesen sein. Oh. Da stehen Sachen drin, die nur du und ich wissen können. In einer Viertelstunde komme ich wieder. Dann bist du verschwunden. So, hör doch, Peter. Ich kann dir alles erklären. Halt den Mund und verschwinde. Hab! So schnell wie möglich. Du kannst mich nicht einfach so abschieben. Ich lass mich nicht vor die Tür setzen, von dir nicht. Das wird dir noch leid tun. Sehr vernünftig, dass Sie gekommen sind. Aber jetzt müssen Sie uns auch alles sagen. Ist nicht so einfach. Ja, sicher nicht, aber wir sollen Ihnen doch helfen. Ja, natürlich. Das war vor 2 Monaten etwa. Da habe ich ein bisschen getrunken. Ein bisschen viel sogar. Und gegen Morgen bin ich dann in so einem Haus gelandet. Was für ein Haus? Gott, ja. Wo man sich amüsieren kann. Na und? Was ist dabei? Nichts. Aber jemand hat ein paar Fotos gemacht. Ich hab's gar nicht gemerkt. Ziemlich schlimme Fotos. Und damit wollte man Sie erpressen? Ja. Martens? Nein, zuerst der Kerl, der die Fotos gemacht hat. Aber der Chef von dem Haus, den habe ich mal verteidigt. Ich habe ihn angerufen. Und der hat den Jungen dann ein bisschen aufmischen lassen? Wahrscheinlich.
Jedenfalls hat er Hamburg ganz schnell verlassen. Vorher hat er aber die Bilder noch an Martens geschickt. Der war ja bekannt für solche schmierigen Sachen. Die hätte der doch nie veröffentlichen können. In der Zeitung nicht. Aber er wollte sie anonym verschicken. An die Anwaltskammer. An meinen Schwiegervater. Freunde, Bekannte. Martens ist tot. Warum kommen Sie jetzt noch? Weil ich nicht mehr weiter weiß. Gestern hat mich ein Herr Bayer angerufen. Er hat mir die Fotos angeboten. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie diese wirklich hübschen Bilder gern selbst haben möchten. Wenn nicht, die werde ich überall los. Warum lassen Sie mich nicht zufrieden? Ich sag Ihnen doch, ich kann nicht. Hallo? 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 Wer war denn das? Bayer. Ja, und das wollte er? Er hat die Bilder. Ich soll zu ihm kommen. Es fängt wieder von vorne an. Genau wie bei Martens. Sei ruhig, Uschi. Wann ist denn endlich Schluss damit? Wie lange soll es noch so weitergehen? Bitte reg dich nicht auf. Glaub mir, das wird aufhören. Der ruft nicht nochmal an. Dafür sorge ich schon. Da Herr Bayer, Polizei. Dürfen wir bitte reinkommen? Es tut mir leid, ich habe keine Zeit. Ich muss in die Agentur. Von da kommen wir gerade. Erlauben Sie? Nett haben Sie es hier. Mhm. Gemütlich, nicht? Ja, vielleicht ein bisschen klein. Im Vergleich zu Martens, meine ich. Ja, wie kommt das, Herr Bayer? Sie waren doch Partner. Aber Sie haben eine Zwei-Zimmer-Wohnung und Martens einen funkelnagelneuen Palast mit allem drum und dran. Von der Agentur hat er ihn nicht. Wovon dann? Das weiß ich. Vielleicht Nebengeschäfte. Richtig, das ist es. Und jetzt, wo Martens tot ist, wollen Sie die machen? Ich? Du kannst nicht die Möglichkeiten. Nee, aber Martens Unterlagen. Die Fotos, die Tonbänder und was es da noch gibt. Wie kommen Sie denn darauf? Die Polizei hat doch alles durchsucht. Ja, aber zu spät. Sie waren schneller. Hören Sie mal gut zu. Ich habe keine Fotos, ich habe keine Tonbände, ich habe gar nichts. Ach nee. Und trotzdem wollten Sie Reimers die Bilder verkaufen. Was wollte ich? Ich wollte Reimers Bilder verkaufen? Ich will Ihnen sagen, wie es wirklich war. Reimers hat mir erzählt, dass Martens irgendwelche Bilder von ihm hat. Weil er glaubt, dass ich daran kann, hat er mir Geld dafür angeboten. Reimers behauptet das Gegenteil. Steht ihm sein Wort gegen meines. Solange bis noch jemand sowas behauptet, und dann sind Sie dran, Herr Bayer. Sie können mich nicht einschüchtern. Sie haben gar nichts gegen mich in der Hand. Heinz Binder ist gestern Morgen aus Dänemark abgereist. Der Kioskfritze hat das bestätigt. Angeblich hat er ihn vorgestern Abend noch gesehen. Wieso angeblich? Ich weiß nicht. Ich hatte so ein komisches Gefühl, er wusste, dass ich komme. Hat sonst noch jemand Binder gesehen? Nee, die meisten sind abgereist. Ferienschluss. Wenn Binder vorgestern Abend in Hamburg war, hat er bestimmt nicht seinen Möbelwagen benutzt. Sondern? Vielleicht einen Mietwagen. Ruf mal an, so viel Verleihfirmen wird es dir da mal nicht geben. Na, hoffentlich sprechen die Deutsch. Warte mal. Binder ist doch so schnell wie möglich zurückgekommen. Ja, das hat er gesagt. Wenn es jemand sehr eilig hat, würde der noch die restlichen Bilder von seinem Film verknipsen? Bestimmt nicht. Hat er das? Er wollte den Film abschließen, hat er gesagt. Und die Bilder sind in Hamburg gemacht. Am Hafen. Los, Teddy, versuch das mit dem Mietwagen zu klären. Okay. Wie war das noch? Vorgestern hat doch jemand den ganzen Tag hinter Martens her telefoniert. Das behauptet Bayer. Ja, wir müssen eine Menge Zeit gehabt haben. Jedenfalls Zeit genug, um ein paar Fotos zu machen. Ich weiß nicht, wann er wiederkommt. Er ist weggefahren, vor einer halben Stunde etwa. Und wohin? Das hat er nicht gesagt. Er sagt nie, wo er hingeht. Hinten beim Zeitungsmann. Kannst du Überschriften auf den Zeitungen lesen?
Nee, ist zu klein. Dann machen wir das Licht aus. Geht's noch größer? Versuch's mal. Ja. Ihr Bruder hat sich einen Wagen gemietet, vorgestern, für einen Tag nur. Den braucht er manchmal für seine Arbeit. Oder um mal schnell nach Hamburg rüber zu rutschen. Hin und zurück sind das 700 Kilometer und 712 hat er abgerechnet. Nein, er war nicht in Hamburg. Sonst wäre er sofort zu mir gekommen. Glauben Sie mir, er war nicht hier. Polizeischutz für Sportler. Und war denn die Schlagzeile? Steht doch drauf. Vorgestern. Das Bild ist im Hamburger Hafen gemacht. Und hier ist die Vergrößerung. Polizeischutz für Sportler. Das war die Schlagzeile von vorgestern. Als Ihr Bruder angeblich noch in Dänemark war. Er hat es nicht gemacht. Zuerst wollte er sicherlich nur mit Martens reden, aber als der ihn dann am Telefon angeschrien hat, ist er wahrscheinlich durchgedreht. Ich glaub's nicht. Er kann es nicht getan haben. Ich kenne ihn doch. Wollen Sie, dass er noch mehr anrichtet? Wo ist er? Was fällt Ihnen ein? Was wollen Sie? Ich komme wegen der Fotos. Was für Fotos? Sie haben doch bei meiner Schwester angerufen. Ich habe keine Fotos. Ich habe sie nicht mehr. Wirklich nicht, glauben Sie mir doch. Hören Sie, die Polizei war hier, habe ich meinen Schlitten bekommen, habe alles verbrannt. Verstehen Sie, ist doch klar, oder? Bitte, bitte, Sie können sich ja überzeugen, hier. Sie müssen mir glauben, ich sage die Wahrheit. Nein, nicht auf. Nehmen Sie das Wasser weg, bitte. Bitte, lassen Sie mich los, ich hole Sie. Wo sind Sie? Im Auto, in der rechten Tür. Ah, Hilfe! Hilf mir, Hilfe! Hilfe! Hilf mir! Warum haben Sie mich nicht springen lassen? Bring ihn runter. Kommen Sie. Wäre besser gewesen. Der wollte mich umbringen. Mit einem Messer. Wie Martens. Ja. Schauen Sie sich das an. Ja, daran werden Sie schon nicht sterben. Wenn Sie rauskommen, ist das in Ordnung. Wieso ich? Was werfen Sie mir vor? Was habe ich verbrochen? Habe ich vielleicht Martens umgebracht? Nein, das war Binder. Aber Sie haben seine Schwester erpresst. Nein, das bestreitigt. So was habe ich nie gemacht. Sie haben selbst gesagt, Reimers Wort gegen Ihr Wort. Das war richtig. Aber mit Uschi Binder steht's jetzt 2-1. 2-1 für uns.